Dann bin ich da reingerannt und wurde instant... Ich wurde instant gekillt von denen. Der Skelettmagier, den kann ich nicht looten, okay. Die haben alle ihre eigenen Schlüssel. Und so geht das immer weiter. Ab und zu will meine Maus dann nicht ganz reagieren. Ich glaube, es wird wirklich mal Zeit für eine neue. Oh, da steht nur einer. Also Leute, spendet mir Geld, damit ich mir eine neue Maus kaufen kann. Nicht Spaß. Ich will ja kein Geld von euch verlangen. Ich bin nicht so ein geldgeiler YouTuber wie manche anderen. Wir wirklich Leute, die wollen, dass die Zuschauer spenden, damit sie sich was auch immer kaufen können. Ihr werdet euch natürlich jetzt gleich fragen, was ich hier, warum ich das alles mache. Außer die Leute wissen, außer irgendwelche Leute von euch wissen, was es passiert. Oder was passieren wird, oder was auch immer. Ich spoilere es gerade irgendwo richtig hart. Und es ist nur zum, meinem und euren Besten. So, Schattenlord Inovis. Da hat er natürlich keine Chance. So, das war auch die Krypta. Die Krypta von Inovis. Einem der einem ehemals hochrangigen Paladin. Der wahrscheinlich so wütend war, dass irgendwelche Leute in seine Gruft hinabgestiegen sind, dass er von den Toten auferstanden ist, wahrscheinlich. Da gibt's nochmal so einen Brief. So. Alter Brief, zittriger Schrift geschrieben. Ich habe versagt, meine Bemühungen, Inovis auf dem Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inovis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine, sinnt er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inovis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inovis wird nicht der Letzte sein. Möge Innos eure Seelen beschützen. Ivan. Tja, der Ivan ist da unten gestorben mit... Warte, der hatte doch eine Waffe, die ich aufgehoben habe. Mit natürlich seinem selbstgeschmiedeten Schwert. Ja, das ist selbstgeschmiedetes Schwert. Ich habe über 600 Mana-Essenzen. So, jetzt gehen wir mal ins Minental. Lassen jetzt mal ein paar Orks in die Burg rein.
Ich nehme dann mal Torlauf mit. Und ich habe eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Wer ist mit meinem Kapitän? Ich brauche ein Schiff. Die Blutkelche. Die Blutkelche werde ich niemals machen. Ach, Dracheneier ist jetzt fertig. Hat mich auch gewundert. Wenn das jetzt noch nicht fertig gewesen wäre. Was ich aber auch noch machen könnte. Wäre, habe ich noch Feuerregen irgendwie groß da? Ich habe noch 3 Feuerregen. Nee, das lasse ich. Weil sonst, ich wäre jetzt eigentlich sonst zu diesem Vorposten der Orks da gerannt. Hätte Feuerregen gemacht und die dann getötet, aber das ist mir erstens jetzt gerade wenig wert. Oder so gut wie gar nichts. Weil brauche ich ja nicht mehr. Und zweitens, die Orks können von mir aus da hocken bleiben. Bis sie schwarz werden. Oder grün. Oder braun. Wie Ur-Orks. Ja, es gibt Ur-Orks. Wer Warlords of Draenor und so kennt, oder so, der müsste eigentlich wissen, was hier die Ur-Orks sind. Also zumindest nenne ich die so. Das sind so Orks aus WoW und so. Diese braunen. Weil die grünen Orks sind die Dämonenverseuchten. Die damals gemeinsam mit Grom vom Dämonenblut gekostet haben. Und somit dann unter die Versklavung Manoroths fielen. Ja, ich bin da eigentlich belesen, kann man es nicht nennen, aber sehr gut informiert. Ich habe auch Warcraft 3 gespielt. Was ist denn schon wieder hier? Das ist eine schlimme Sache. Und sowas. Und Grom Hellscream. Den müssten vielleicht manche noch kennen. Das war auch zudem der Vater von Garrosh. Der war der allererste, der dem Dämonenblut so gesehen verfallen ist. Das war genau so, wie du sagst. Bam, bam. Hallo Haupttorwache. Was müsste jemand tun, wenn er das Haupttor öffnen wollte? Um Himmels Willen, warum willst du das wissen? Ich mache mir Sorgen über die Sicherheit der Burg. Das mache ich mir auch jeden Tag, das kannst du mir glauben. Und weil ich so ein gewissenhafter Wachmann bin, hat mir Garond jetzt endlich auch den Schlüssel zum Torraum anvertraut. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde gut darauf aufpassen. Das habe ich Garond schwören müssen. Ja, okay. Dann stell dir mal vor, da würde einer kommen und einfach den Hebel des Tores ziehen. Und das alte morsche Stahlgatter würde sich verkanten. Dann könnte niemand mehr das Gitter schließen. Nicht auszudenken, was dann passieren würde. Zum Glück weiß das ja keiner, dass ich den Schlüssel habe. Ah. Oh doch. Steck die Waffe weg. Ich schon. Junge, du hast einen ganz großen Fehler gemacht. Hallo, lieber Schalter. Was will denn dieser... Was sagt mir dieser Schalter? Dieser Schalter will gedrückt werden. Also, drück mir den Schalter! Okay, da hat es ein paar Aussätze in der Musik. Oh, die Hauptwache ist tot. Okay, nochmal. Die, aber ich werde dieses Mal die Sequenz überspringen. Ah, ich muss den Torraum erstmal aufmachen.
Alter, laute Elite. Gegen Orks ist doch genauso wie der Kampf gegen Echsenmenschen. Habe ich doch selber schon gesagt. Gerold ist tot. Komm, mach das jetzt so. Ich werde ihn natürlich wiederbeleben. Der soll hier ja bis in alle Ewigkeiten Wache stehen. Ups, jetzt habe ich ihn schon wieder, jetzt habe ich ihn selber getötet. Oder waren das die Orks? Nee, es waren die Orks. Ich habe ihn geschlagen. Aus Versehen. Daraufhin haben die Orks ihn dann getötet. Super. Wieso wird das jetzt auf einmal so schwarz? Moment. Ich bin gleich wieder da. Wobei, erstmal wird Gerold wieder belebt. Ein der... kriegt ein orkisches Kriegsschwert. Tö. Okay. Also, tut mir leid, wenn es so dunkel ist, aber ich speichere jetzt nochmal. Da ist sich gerade der Blizzard Launcher neu gestartet. Oh, es ist wieder hell. Oh, aber doch nicht so ganz. Na, also ich bin gleich nochmal da. So, da bin ich wieder. Ich habe das Gamma nochmal hochgestellt. Nach diesem Ork-Massaker hier. Kommt, Leute, ups. Kommt, wir beleben hier noch alle wieder, dann gibt es wenigstens noch eine kleine Verteidigung für die Burg. Ja. Beleben noch ein paar Leute wieder. So, ich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ist doch nichts Neues. Meine Meinung will ja keiner hören. Der Bader Schaladin. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wie die einfach da vorne, wie einfach alle getötet wurden. Wirklich. Komm her, die Probleme habe ich, komm. Alle. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, ist einer gestorben. Okay. Ah, es ist ein Orkelite. Wo geht der hin? Hallo, hey, du. Brutus. Oh. Das Tor zu öffnen war ein großer Dienst für unseren Meister, kleiner Mensch. Ihm zu Ehren werden wir einen Stein auf deinem Grab errichten. Almanach. Oder wie auch immer die Dinge heißen. Hat er dabei. Glaube ich zumindest.
Alma nach der Besessenen. Okay. Ah, versuch das ja nicht nochmal. Das war jetzt richtig schlau, ihn aus Tränen zu trinken. Komm, nehm ich einfach das. Ich weiß gar nicht mal, wo kam eigentlich diese Ork-Elite her? Kam der von da drinnen? Oder sprich die Ork-Elite? Nee. Okay, Geralt. Da ist ein Sträfling. Mit seiner Spitzhacke. Ich glaube mal, der Ork hat da drinnen verweilt. Oh ne. Hey, du. Bla bla bla. So. Jetzt konnte er nicht mal groß rumspringen oder sowas. Irgendwo rennt er hin. Ach, da oben ist irgendwo wahrscheinlich ein Ork. So, Waffenknecht. Wie viel Stärke hat denn der? 50. So ein orkisches Kriegsschwert oder schwere Ork-Axt kann der nicht nutzen, oder? Nee. Schade. Muss er, wenn so ein Ork noch kommt... Für den König! ...oder daherläuft, dann... da irgendwie angelaufen kommt, dann muss ich den halt zu Tode boxen. Dann ist das Boxing Guide 2.0. Ich kann das nicht mehr hören. Was Boxing Guide? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Warum erfahre ich das jetzt erst? Also es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen so rumcheaten muss, aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Typ von ich bin nicht so der Typ, der gerne irgendwelche NPCs so tot rumliegen lässt. Vor allem jetzt nicht so in der Burg. Ich weiß, ich bin selber schuld, dass ich das, weil ich das Tor geöffnet habe, aber YOLO, Modadolo. Es war genauso, wie du sagst. So. Dann eh noch ein paar. Steck die Waffe weg! Hilfe! Hilfe! Genau, greift mich alle an! Greift mich an! Also ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich belebe jetzt niemand mehr wieder. Ich werde jetzt einfach alle looten. Dinge jetzt letzten Endes noch umhauen. Mir ist scheißegal, wie viel Verluste die gemacht haben. Wo nichts zu holen. Bei einer Person würde ich wahrscheinlich... Ich werde jetzt nur noch Personen mit Namen einfach noch wieder beleben. Ja, das... Das werde ich machen. Das wird... Oh. Hey, du. Ich habe ja nicht... Oh ja, ich wurde vorhin bis angeschrieben. Mhm.
mache das jetzt so, ich nehme einfach den Feuerregen. Und renne dann nach da hinten per schneller Hering. Pull die Orks. Und Warge. Nein, du gehst jetzt nicht auf Uda los. Komm, spring! Dreckiger Ork. Alarm! Das war's mit dir, Mist. Oh, da hat, glaube ich, eine Goblin-Bäre dabei gehabt. Nichts zu holen. Das ist ja cool. Nichts zu holen. Oh, da ist Kerolot. Nichts zu holen. Der hat eh nichts dabei. Der Olle. So, stemmt sich jetzt wieder die Hüften in den die Arme in den Bauch. So, der arme Feroz. Warte mal. Alle Drachen sind gut gemacht. Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Okay. Oh, Dingens. Jan und so. Sind so gesehen schon verwest. Lol. Die Leichen verwesen hier auch. Egal. Bye. Ich probiere jetzt was aus. Das ist, könnte aber jetzt nicht vom Erfolg gekrönt werden. Und ihr könnt mich auch einen dreckigen Cheater nennen, aber ich will diese Leute noch in der Burg haben. Damit sie von mir aus noch mal ihren zweiten Tod sterben können. Oder was auch immer. Spawn. Jan. Okay. Geht nicht. Schade. Versuch ist es wert gewesen. Dann gehen wir mal zu Garond und reden mit ihm. Wie ist... Verdammte Sauerei! Irgendein Dreckskerl hat das Haupttor geöffnet! Jetzt sind wir nichts weiter als Fut... Wenn ich den Verräter... Okay. Verräter! Ich weiß genau, dass du es gewesen bist, der das Tor geöffnet hat. Dafür wirst du bitte. Weg mit der Waffe! Uah, das tat weh! Gar nicht so übel. Du mieser kleiner Dieb! Wache! Die hauen sich den Schädel ein. Bye. Jetzt renn ich vor dem ollen Typ weg. Garond greift mich, glaube ich, mal nicht an. Ich habe gehört, ganz zu... Das wäre die... Hallo? Du wirst deine... Wie viel? 105. Oscar? Ich... Na bitte, geht doch.